Herzlich willkommen zu einer großartigen und fabulösen neuen Ausgabe von und mit Nora on Tour. Heute mit Money Boy. Das Lustige ist, wenn ich gerade ausfilme, ist es so. Also ich muss immer ein bisschen hochfilmen. So, wo wir hier jetzt schon gerade mal so ein bisschen dämlich rumlaufen, wirst du eigentlich, wenn du rumläufst, oft erkannt auf der Straße? Ja, und es wird immer mehr. Und ich freue mich auch in den meisten Fällen. Nur manchmal gibt es so Momente, da vergesse ich so, dass ich eine bekannte Persönlichkeit bin und denke, ich bin so total unerkannt wie jeder andere auch. Und dann kommen schon irgendwelche Kiddies oder Fans und wollen Fotos, Autogramme. Ich habe ja auch immer meine Autogrammkarten mit dabei, falls jemand kommt. Hast du auch einen Stift? Nur müsste ich auch dabei haben, ich denke schon, ja. In Berlin ist ja viel Graffiti und so. Ich kann ja vielleicht noch einen Moneyboy-Tag irgend so, ja. Vielleicht einfach so, da machen wir das. Oder ist das, kriegt ihr da Probleme? Wir machen es einfach. Das kann man auch so beschleunigen. Gut, also ohne das böse zu meinen, aber das kannst du nicht. Na und? Ich mach's aber trotzdem. Yay! Ich habe natürlich recherchiert. Auf deiner Facebook-Seite unter anderem kann man ja viel über dich erfahren. Unter anderem habe ich gesehen, dass du dir tatsächlich das Swag-On-Lichtschalterchen-Motiv tätowieren hast lassen. Ist das, wo ist das? Am Bein oder wo? Nee, das hat sich ein Fan von mir tätowieren lassen. Und ich Tatsache! Und ich habe das posten lassen, weil es mir so gut gefallen hat. Ich selber habe auch Swag tätowiert und du hast ja auch an dieser Stelle ein Tattoo. Das habe ich mir vor kurzem machen lassen, vor ein paar Wochen in Köln. Und ich habe noch ein paar andere Tattoos und ich habe auch viele Ideen für Motive, die ich mir machen lassen will. Hast du noch andere Tattoos außer das am Arm? Ja, so seitlich am Bauch habe ich ein 21, also das Wort 21, ein Schriftzug, das sage ich. Zeigen! Na, das ist ja klein. Dann habe ich hinten noch im Nacken eins und... Das musst du auch zeigen. Musst du dich hinsetzen, sonst komme ich nicht ran. Okay. Moneyboy zieht sich aus. Ah, da, okay, warte. S.E.B.? S.E.B., ich heiße mit bürgerlichem Namen Sebastian und alle Freunde und so nennen mich Seb. Und ja, das habe ich mir auch machen lassen und dann mein neuestes Tattoo, das gefällt auch den meisten. Viele finden es krass, wenn ich das hier bei meiner Show zeige. Das hier, diese Eistüte. Nee. Hast du sonst irgendwelche Pläne, wo du sagst, ich bringe Parfum, Schmuck, Film, Weltherrschaft? Bis auf Weltherrschaft ist das alles geplant, was du da jetzt gerade erwähnt hast. Das Parfum ist geplant, letztens, wie ich mich mit Echo getroffen habe. Der will auch ein Parfum rausbringen und er hat auch gute Connections. Er kommt ja aus der Türkei und so und da werden, glaube ich, ziemlich gute Düfte auch abgemischt. Und vielleicht fliege ich da, wenn es der Terminkalender zulässt, hin und kreiere einen Duft und bringe den auf den Markt. Mal sehen, vielleicht zuerst klein, nur in meinem Shop auf www.moneyboy.at oder vielleicht dann auch bald erhältlich bei jedem Müller oder Marionneau. Und Film, ja, also die Schauspielerei würde mir natürlich auch gefallen. Vielleicht drehe ich mal so einen kleinen Low-Budget-Film, auch wenn es die Zeit zulässt. Und ansonsten ist mir natürlich sehr wichtig die Moneyboy, also Clothing Line. Ich bringe da eigene Klamotten raus und die Kollektion wird ständig erweitert. Jetzt haben wir auch Hoodies im Sortiment. Die Designs kommen, die Designideen oder auch die kompletten Designs kommen von mir. Ich habe auch ein paar Leute, die mir helfen, dann die genau nach meinen Vorstellungen umzusetzen. Und wir haben jetzt eine Reihe von krassen T-Shirts, Hoodies und bald gibt es auch die Moneyboy Bandanas, also Seidentücher, so wie das von Gucci, was ich meistens dabei habe, heute nicht. Und das gibt es dann mit einem Moneyboy Design. Also Kritik, ich bin kritikfähig und auch die ganze Haterei macht mir ziemlich wenig aus, aber wenn Unwahrheiten dann so verbreitet werden oder so getan wird, als wäre das die Wahrheit, dann kann ich mich auch aufregen. Ja, so wie letztens in einem Artikel gestanden ist, Moneyboy trägt ein gefälschtes Gucci-Bandana. Das hat mich auch ein bisschen gestört. Liest du alles, was über dich erscheint? Googlest du dich selbst und liest dir das alles durch?
Ich lese ganz wenig über mich selbst. Manche Dinge überfliege ich. Was ich am ehesten lese, sind die Berichte auf so richtigen Hip-Hop-Websites. Das ist für mich am interessantesten. Aber es gibt so viel und hin und wieder google ich mich selbst, vor allem wenn ich weiß, ich habe da letztens ein Interview gegeben oder so, oder da sollte was rauskommen, dann gucke ich danach. Aber dann sehe ich nur, okay, auf der Website ist es gepostet, dann zeige ich das auch meinen Fans, so hey, hier gibt es ein neues Interview von mir. Aber ich brauche selber nicht lesen, weil die Medien können mir über mich selber ja nichts Neues erzählen, also interessiert mich das nicht so sehr. Da gucke ich mir lieber eine Videobotschaft von einem US-Rapper an oder so, das entertaint mich mehr. Schreibst du mir auch noch ein Autogramm? Klar. Yay! Ich krieg ein Moneyboy-Autogramm. Und während du schreibst, bedanke ich mich natürlich für dieses wunderbare Nora on Tour und fürs gemeinsame Kaffeetrinken mit dir. Achso, jetzt müssen wir erstmal einen Stift suchen. Ja. Aber das finden wir. Oh, yay! Heiserkeit. Das waren die Heiserkeitstabletten. Mal gucken, was du noch so alles in den Taschen hast. Ich warte. Okay. Ah, da ist er. Yay! Mit Herzchen! Toll. Moneyboy möchte gerne angesprochen werden, wenn ihr ihn irgendwo seht, ne? Klopft ihm auf die Schulter und sagt guten Tag, dann schreibt euch vielleicht auch ein Autogramm mit Herzchen.